in der Kartoffelhintopf mit Granatapfel-Falte. Für 4 bis 6 Portionen Zubereitungszeit, 30 Minuten Garzeit, 4 Stunden 1,5 Kilogramm Rinderschulter, Klammer auf schieres Fleisch, Klammer zu, 500 Gramm Zwiebeln, 4 Knoblauchzehen, 300 Gramm Rinderknochen, 3 Hexaliter Olivenöl, Salz, Pfeffer, 500 Gramm Wurzelspinat, 500 Gramm festkochende Kartoffeln, 80 Gramm Tomatenmark, 2 Hexaliter Garam Masala, Klammer auf indische Gewürzmischung. Asialaden, Klammer zu, 1 TI Kurkuma, 2 Ei Rosinen, 1 kleine Zimtstange, 4 Kardamomkapseln, Klammer auf angedrückt, Klammer zu, 1 kleine Granatapfel, 1 Handvoll Staudensellerigrün, 1 bis 2 TI Honig, 1 Fleisch von Fett und Sehnen befreien, in ca. 4 cm große Würfel schneiden, Kai abspülen und abtropfen lassen. Zwiebeln und Knoblauch grob in Würfel, schneide und mit Fleischknochen, 200 ml Wasser und Olivenöl in einen Bräter geben. Salz und Pfeffer würzen und im vorgeheizten Backofen bei 16 Grad, Klammer auf, Gas 1 bis 2 um 0 145 Grad, Klammer zu, auf der untersten Schiene 2 Stunden zugedeckt garen. Zweitens, inzwischen Spinat putzen, Klammer auf, die Stiele unbedingt mitverwenden. Klammer zu, waschen und Ei tropfen lassen. Kartoffeln schälen und je nach Größe halbieren oder vierteln. Karto fein in kochendem Salzwasser 5 Minuten garen, in einem Sieb abgießen, abschrecke und abtropfen lassen. Nach Ende der Garzeit Tomatenmark, Garam Masala, Kurkumrosinen, Zimt, Kardamomkapseln, Kartoffeln und Spinat, unter das Fleisch, mische Eintopf, weitere 2 Stunden zugedeckt im Backofen wie oben garen. Drittens, inzwischen Granatapfelkerne auslösen. Selleriegrün in feine Streifen, schneide Knochen aus dem Eintopf entfernen. Eintopf mit Salz, Pfeffer und Honig, abschmecke und mit Selleriegrün und Granatapfelkernen bestreut servieren. Pro Portion, Klammer auf, bei 6 Portionen, Klammer zu, 54 Gramm E, 27 Gramm F, 23 Gramm Ka gleich 567 Kilokalorien, Klammer auf, 2381 K.